Thaddäus. Er hat es auch nicht geschafft. Dr. Thorstein, wo sind Sie? In der Werkstatt. Ich habe eine Explosion gehört. Vergessen Sie das. Ach, beide sind hinüber. Thornstein haben wir schon eliminiert. Der war ein Phantom. Was? Was soll ich? Neuromods, exotisches Material. Beeilung, wir treffen uns in meinem Büro. Ja, Sir. Und bringen Sie eine Glühkanone mit. Führt nach hinten durch. Aber wir müssen jetzt unseren Freund Dr. Calvino finden. Der scheint, wie alle Mitarbeiter, dann so ein Tracking zu haben. Das erklärt dann auch, warum alle hier einen Namen haben. Ha! Mann! Schallgedämpfte Pistolenmunition Fabrikatorplan. Wir dann von nicht schon ein. Bereichskarte. Ich hätte es mir auch einfacher machen können. Hätte ich schon alles gehabt. Wir noch das Ballistiklabor. Außenbereich. Operator Dispenser. Energiestation. Ah, die wir alle schon wo wir alle bestätigen können, dass sie noch nicht, dass sie schon nicht mehr leben. Lawrence, Birchman, Alice, Thorstein. Wir werden also noch mehr Missionen bekommen, um nach Leuten zu sehen. Oder später die Spezialaufgabe oder ein Achievement. Alle Menschen erlösen oder erst gar nicht jemanden angreifen. Jede einzelne Mission. Calvino. Traumazentrum nach Bellamys Leiche. Das war ganz am Anfang. Calvino, Maschinenlabor. Ich finde es cool, dass das Lesen vom Terminal in Echtzeit passiert. Nein. Dealer. Jetzt kann ich das Wert schon Maschinenlabor finden, da finde ich Schlüsselkarte. Da ist er, Lorenzo Calvino.
Nominal. Lebt er noch? Ebene 2. Da liegt er. Derselbe Etage wie die Krankenstation. Da. Diese Seite des Labors wurde durchbrochen. Vakuum, Schwerelosigkeit. Über eine externe Luftschleuse in der Werkstatt können Sie ihn erreichen. Sie müssen zuerst Ihren Anzug mit einem Antriebssystem verbessern. Raus. Raus in den Weltraum. Hatte von unserem Vater. Mitnehmen, mitnehmen. Oh, ganz viele Materialien. Leitfaden zur Transter-Uniform. Ihre Transter-Uniform wurde entworfen, um Ihnen Sicherheit, einen bequemen Sitz und ein einfaches Arbeiten zu ermöglichen. Die Uniform muss an Bord der Station stets getragen werden. Es wurden zwar alle Anstrengungen unternommen, um Ihnen auf der TARDIS als komfortables und sicheres Arbeitsumfeld zu bieten, Mann. Allerdings besteht immer die Möglichkeit eines Unfalls oder einer Gefahrensituation. Die Zugehörigkeit zu den Abteilungen erkennen Sie am Stil und der Farben der Uniform. Braun und Schwarz, Leitung und Verwaltung. Grün und Weiß, Wissenschaft und Technologie. Orange, Technik und Wartung. Die blauen Anzüge und die schwarzen. Blau und schwarz. Sicherheit. Der Satellit, der aktuell in der Werkstatt in Reparatur liegt, soll stillgelegt werden. Dr. Kallstrup hat uns allerdings gebeten, alle Elemente des Psychotronic-Transistors zu entfernen und dem neuen Satelliten zu installieren. Fragen Sie mich nicht, wofür die gut sind. Ich weiß es nicht. Erledigen Sie es nur so schnell wie möglich. Aha, kommt doch wie gerufen hier. Was ist das? Collagenbaukasten zur Heilung gebrochener Knochen. Betriebssystem. Zur Leertaste gedrückt, während du fällst, um zu gleiten oder dann voll zu bremsen. Das hier ist auch noch so viel. Aus wie ein Neuromod. Hebekraft 3.
Anderen Weg gibt es wahrscheinlich nicht. Nee. Jede Luftschleuse besitzt eine manuelle Verriegelung, die Sie vor einem Weltraumspaziergang deaktivieren müssen. Das ist zwar als Sicherheitsmaßnahme gedacht, aber irrelevant, wenn der Feind schon in der Station ist. Wenn Sie hinausgehen, bleiben Sie in der Nähe. Die Typhon sind vielleicht auch schon im Außenbereich. Nicht vergessen, andere Luftschleusen müssen auch zuerst von innen geöffnet werden. Anscheinend haben sie schon ein Antriebssystem, dürften also manövrieren können. Verwenden. Interne Verriegelung. Eine von 5 Luftschleusen geöffnet. Das ist also auch so eine Art Schnellreisesystem. Um uns schnell bei der Talos hin und her bewegen zu können. Die Talos 1 verfügt über mehrere Luftschleusen, durch die man zum Außenbereich gelangt. Und ich glaube, Antrieb bedeutet auch, dass es einen Treibstoff gibt.